Kennt ihr das vielleicht? Man ist auf eine Familienfeier eingeladen und man hat überhaupt keine Lust hinzugehen. Jetzt auch mit der Arbeit aufhören, es irgendwie, es läuft gerade so schön Freitagabend und dann sich jetzt schick machen und dahin fahren und es ist, ödet einen irgendwie an und es ist wie Handbremse drin. Und da gibt es einen Gedanken, der dann manchmal tröstlich ist, zumindest für mich, nämlich der, wenn man dann dort ist, sich erstmal akklimatisiert hat, dann wird es auch schön. Sozusagen, ne? Und das kann ihm manchmal helfen, aber der Gedanke ist in dem Moment wirklich nur im Kopf und nicht im Herzen, sondern man muss dagegen ankämpfen. Und so ist es oft, darum soll es heute auch gehen, wie eine Wahrheit im Kopf sozusagen uns vorantreiben kann, auch wenn unser Herz dagegen ist. Ne? Vielleicht ist Sonntag früh auch manchmal so, überhaupt keine Lust, jetzt aufzustehen, in den Gottesdienst zu gehen, aber man weiß, wenn man dort gewesen ist, fängt der Sonntag schöner an, man wird von Gott berührt und ermutigt. Ich hoffe, es geht euch auch so. Und heute ist so ein Sonntag, Exaudi, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus ist weg, Ostern hat aufgehört, die Erscheinungen, aber der Heilige Geist, er ist noch nicht da. Und das Evangelium, was wir schon gehört haben, das redet Jesus am Gründonnerstag. Das heißt, er bereitet seine Jünger darauf vor, dass er nicht mehr leibhaftig bei ihnen sein wird und dass der Heilige Geist kommt. Deswegen passt das sehr gut auf diesen Sonntag, wo wir dran denken, dass die Jünger eben ja, verlassen waren von den Erscheinungen des Auferstandenen und dass der Heilige Geist noch kommen will. Ich lese es nochmal vor. Jesus sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst der Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ihr Lieben, ein Christ hat den Heiligen Geist. Christ ist, wer bewusst erkannt hat, ich habe Schuld, ich bin Sünder vor Gott und ich brauche die Vergebung durch Jesus Christus und das in einem Gebet bewusst angenommen hat. Das ist in Christ und der bekommt den Heiligen Geist und ist mit Gott verbunden. Aber wir sind nicht immer mit dem Heiligen Geist voll erfüllt, sondern der Heilige Geist, der funktioniert so, kennt ihr noch so eine alte Gastherme, wie sie früher, also manchmal gibt es das noch, so in den Häusern hing. Und wenn man nachts aufs Klo musste, da sah man das kleine Flämmchen auf ganz Minimum brennen und wenn man dann das warme Wasser zum Händewaschen angemacht hat, dann macht er so wumm und hat den Durchlauferhitzer angeheizt. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wir können ihn auf Sparfle haben oder voll aufdrehen. Der Paulus sagt, sauft euch nicht voll vom Wein, worauf es ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch mit Heiligen Geist erfüllen. Und der Paulus sagt auch, dass im Christen Fleisch und Geist kämpfen. Also die Prinzipien der Welt, die uns runterziehen wollen, zur Sünde verleiten und der Heilige Geist, der uns an Gott erinnert. Und dieser Kampf, das sind Anfechtungen. Und das zeigt uns heute gerade, dass es eben Momente gibt, wo wir den Heiligen Geist wenig spüren, wo wir ihn wenig in uns haben. Und darauf will ich den Text nochmal von Jesus mit euch angucken in drei Punkten, nämlich, dass wir gehört haben, dass der Heilige Geist in unser Leben kommen wird, dass er in der Fülle kommen wird, dass wir das hören, ne? Der Heilige Geist wird in dein Leben kommen. Erstens in deine Trauer. Zweitens wird der Heilige Geist kommen in deine Schuld und Sünde. Und drittens kommt er auch als Wegweiser in dein Leben. Er kommt in deine Trauer. Jesus sagt hier, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch gesagt habe, ist euer Herz voller Trauer. Und das ist eine Wirklichkeit in unserem Leben, dass wir negative Gefühle haben, auch als Christen. Trauer, Furcht, in der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Und dass wir das auch ernst nehmen müssen und nicht einfach so beiseite wischen und sagen können, ach, ich
steh doch darüber, ich trauere nicht. Ne? Jesus bereitet hier die Jünger darauf vor, dass sie ihn nicht mehr sehen werden, dass er sterben wird. Und so ist es auch, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren. Und es muss ja nicht nur durch den Tod sein. Es kann ja auch, dass eine Freundschaft zerbricht oder irgendwas Schlimmes passiert, eine Krise. Und dann muss ich das Gefühl der Trauer erstmal aushalten. Dann ist das wichtig, dass ich dieser Trauer auch Raum gebe, denn sie ist eine Wirklichkeit. Und in diesem Gefühl, ne, dass man auch zum Beispiel, ne, also dass wir die Trauerrituale auch ernst nehmen. Ne? Jesus wurde auch von seinen Jüngern gesalbt und ordentlich begraben. Ne? Und da haben sie geweint und so. Dass wir das auch machen und auch Zeit lassen und auch nie sagen, naja, ich muss jetzt den Trost haben. Sondern was uns trösten kann, ist das, was Jesus nämlich danach sagt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ne? Die Bibel konfrontiert uns, ja, das Sterben hier gehört auch noch dazu, der Abschied, ne? Und auch Jesus geht, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Mit dem Tröster meint Jesus den Heiligen Geist. Und wenn du Trauer hast, wenn du da drin bist, soll dich das trösten, dass der Heilige Geist dich trösten wird. Du musst dich nicht unter den Druck setzen und sagen, ich will jetzt den Trost spüren. Das ist nicht immer dran. Manchmal muss man erst eine Strecke sich mit den negativen Gefühlen auseinandersetzen und die Trauer auch wirklich spüren, den Verlust. Und dann kann man erst sagen, okay, aber er wird kommen. Der Trost wird kommen. Das meiste im Leben, das ist immer nur eine Phase. Das wäre dann auch falsch abgewogen. Also der erste falsche Umgang wäre zu sagen, nee, ich drücke die negativen Gefühle völlig weg. Ich brauche ja keine Trauer, ich bin ja Christ, ich bin ja immer super gut drauf. Und das andere ist sozusagen, ich verstetige meine Trauer. Ich habe so einen schlimmen Verlust und es gibt ja wirklich schreckliche Verluste. Ne? So einen schrecklichen Verlust erlebt, ich traure jetzt den Rest meines Lebens und alle müssen mich bemitleiden. Das wäre auch falsch, sondern zu wissen, es ist eine Phase und der Heilige Geist kommt mit seinem Trost. Ne? Das Jesaja sagt, dass Gott tröstet dich, wie einen seine Mutter tröstet. Das Knie ist noch aufgeschlagen, das tut weh, aber wenn man zur Mama kommt, das Kind in den Arm genommen wird, dann ist es schon viel besser, auch wenn das Knie noch weh tut, aber der Trost ist da und so ist es auch mit Gott. Und der Trost vom Heiligen Geist, der ist was Sanftes, dass du kommst einfach mit deinem Schmerz, deiner Trauer zu Gott und ihm Raum einlässt, dich zu trösten. Denn der Tröster hier, das Wort im Griechischen heißt Paraklet, das kann man auch mit Amana übersetzen, mit Beistand, mit Anwalt, der sich für uns einsetzt. Aber hier ist natürlich die Dimension des Trostes ganz klar. Der Heilige Geist wird kommen, auch in deine Trauer, auch wenn du sie jetzt vielleicht aushalten musst. Und zweitens wird der Heilige Geist kommen in deine Schuld. Jesus sagt hier, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt die Augen auftun über ihre Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Unsere Sünden, die entstehen dadurch, dass wir Gott nicht vertrauen, dass seine Gebote gut sind. Du sollst nicht lügen, oh, das kann ich mir doch gar nicht leisten, eine Notlüge muss doch mal sein und wenn ich immer zur Wahrheit stehe, da komme ich doch zu kurz oder das war auch ja, Geld abgeben für ihn und so, oh, das brauche ich doch alles selber, ich komme zu kurz. Ne? Oder andere Ehren, oh, dafür habe ich doch keine Zeit und so. Also diese Angst, dass es das Richtige ist, dass Gott irgendwas Böses mit uns will, dass er uns einsperrt. Aber Jesus offenbart hier, dass die eigentliche Sünde ist, nicht an Jesus zu glauben und nicht auf ihn zu vertrauen. Dass wir Dinge falsch machen, das gehört zu uns Menschen dazu. Wir können zwar das Ausmaß von unseren Fehlern und vom Sündigen eindämmen, aber dass wir das gänzlich abstellen, das liegt nicht in unserer Kraft. Sondern das Entscheidende ist, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er wirklich Vergebung erworben hat, auch wenn ich das gerade nicht fühle. Vielleicht hast du ja ein Thema, eine Sünde in deinem Leben, mit der du schon seit Jahrzehnten kämpfst. Und mal ist es besser und dann fällt man wieder zurück in alte Muster und man denkt eigentlich, nee, Gott kann mich da, also jetzt ist zu spät, Gott kann mich doch hier nicht leiden. Und das Gefühl der Verzweiflung, das kann dann so groß sein. Na, und dann
darfst du dich erinnern und sagen, der Heilige Geist, der wird in dein Leben kommen und wird dich auf Jesus Christus verweisen. Das ist die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist, dass er uns auf Jesus Christus verweist und auf das, was er am Kreuz vollbracht hat, dass wirklich da für die Sünden gestorben ist und dass es dort Vergebung gibt. Auch wo wir nicht dran glauben können, sondern sagen, das ist die Hauptsünde, wenn wir ihnen nicht vertrauen. Das ist wie, wenn wir Menschen schwimmen in einem See und die Wellen werden größer. Das ist unsere Schuld und da drohen wir drin unterzugehen. Und da kommt ein Balken angeschwommen und dann müssen wir vertrauen, dass der Balken hält, wenn wir uns dran festhalten. Dann merken wir, es ist das Kreuz von Jesus, was da im Wasser treibt. Deswegen wird der Heilige Geist in dein Leben kommen, nämlich erstens in deine Trauer, zweitens auch in deine Schuld und drittens wird er der Wegweiser sein. Jesus sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch alle in die Wahrheit leiten. Versetzen wir uns in die Jünger hinein, am Gründonnerstag oder zur Himmelfahrt. Jesus ist weg. Der Heilige Geist sieht da, was wird aus uns werden? Manche sind wieder an See Genezareth gegangen, ihren alten Beruf auszuführen, Fischen, und dann haben sie nicht mal was gefangen. Und was, wie soll es weitergehen mit Jesus und seiner Gemeinde? Die wird doch untergehen. Ist sie nicht. Jesus hat sie durchgetragen über 2000 Jahre, ne? In die Wahrheit geführt, durch viele Kämpfe und durch viele Verirrungen, sicher, aber so, dass wir heute hier sitzen und von ihm hören können. Und so können uns auch Fragen zur Last werden und zu sagen, na, wie soll, wer ich denn mein Leben entscheiden? Vielleicht quälen dich gerade eine Entscheidungsfrage, wo du sagst, boah, im Job müsste sich was machen. Oder größere Fragen, was wäre ich später mal? Oder, und es fällt uns Menschen manchmal unendlich schwer, sich zu entscheiden. Und dann bekommen wir heute die Zusage, der Heilige Geist wird dich in die Wahrheit leiten. Und das heißt nicht, dass ich immer sofort weiß, alles so muss ich persönlich für mich entscheiden. Tippitoppi, ne? Die Grundwahrheiten ist klar, das kann man aus der Bibel ablesen, aber viele konkrete Fragen, da müssen wir Entscheidungen treffen. Na, und das Erste ist, was die Bibel uns sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Psalm 37, Vers 5, dass wir einfach beten und sagen, Herr, bitte schenk deinen Heiligen Geist mir und zeig mir, wo es lang geht, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und ihr Lieben, manchmal ist es dann auch so, dass man dann gar nichts merkt, dass Gott dann irgendwie es nie für nötig hält, mir das klar zu machen, wie ich die richtige Entscheidung treffe. Und das kann dann auch Leute in Verzweiflung sagen, ich habe so viel gebetet, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und da ist mir was Tolles klar geworden im Nachhinein. Am 1. Mai hatten wir einen Gottesdienst in Zinnwald, in der Böhmischen Kirche. Und da hat, das ist immer deutsch-tschechisch, und mein Teplitzer evangelischer Kollege hat auf Tschechisch gepredigt. Und ich gebe zu, ich habe nie viel verstanden, also so ein bisschen so grob, dass es um Josef ging. Da ging es um die Geburtsgeschichte, wie Maria schwanger geworden ist und dass er irgendwie auf Gott vertraut hat. Und dann hat aber jemand nachgefragt, was hat er denn gepredigt? Und da hat er mir das geschickt und ich habe es durch Google Übersetzer gejagt. Und da sagte er, ne, der Josef, der hat erfahren, dass seine Verlobte schwanger ist, nicht von ihm. Und da hat er eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass er sie wieder nach Hause schickt zu ihren Eltern, aber das heimlich, damit sie nicht beschämt wird. Na, er wollte sich von ihr trennen und das hat er als frommer Mann entschieden, der nach dem Willen Gottes gefragt hat. Und das Tolle ist, Gott hat ihn korrigiert. Er hat ihn im Traum geschickt und gesagt, nö, nimm die zu dir, heirate sie, sie wird deine Frau werden und auch das Kind wird dein Sohn sein. Und das ist das Tolle, Gott kann auch unsere falschen Entscheidungen, die wir treffen, korrigieren, wenn wir darauf vertrauen, der Heilige Geist kommt. So können wir diese Zusage heute mitnehmen. Der Heilige Geist wird in dein Leben kommen, in deine Trauer, in deine Schuld und er wird auch dein Wegweiser sein. Amen.